Im Berliner Willy-Brandt-Haus hat SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück heute drei weitere Mitglieder für sein Kompetenzteam vorgestellt. Die Bereiche Gesundheit und Pflege verantwortet Professor Dr. Karl Lauterbach. Der Gesundheitsexperte sieht vor allem bei der privaten Krankenversicherung einen großen Reformbedarf. Ich fange mal mit der privaten Krankenversicherung an. Wenn da keine Reform kommt, wird dieses System binnen von 10 Jahren pleite sein. Da steigen die Prämien derzeit mit 5 bis 15%. Das System ist nur noch bezahlbar für Leute wie mich, also für Beamte, wo 70% der Steuerzahler bezahlt. Aber derjenige, der die Prämie komplett erbringen muss und aus dem System nicht mehr rauskommt, der riskiert seine Rente. Der riskiert seine Altersvorsorge. Das betrifft insbesondere viele Selbstständige. Lauterbach kritisiert bei seiner Präsentation die Politik der schwarz-gelben Regierung. Für gesetzlich Versicherte habe sich die Versorgungssituation zuletzt verschlechtert. Bei der gesetzlichen ist es so, dass die Versorgung immer fleckiger wird. Weniger Hausärzte in vielen, sagen wir, Randgebieten der Städte fehlen uns die Hausärzte und die Fachärzte. Die Wartezeiten steigen. In den Regionen, wo wir viele Beamte oder Privatversicherte wohnen haben, ist eine Überversorgung. Somit die Versorgung wird fleckig, es wird aber überall das Gleiche bezahlt. Ich mache es mal simpel, in einer kleinen Stadt, wo ich kaum mehr Hausärzte habe und wenige Fachärzte, zahle ich aber den gleichen Beitrag, als wenn ich in Freiburg wohne, wo ich eine Überversorgung habe. Das ist natürlich ungerecht. Ich zahle überall das Gleiche, die Versorgung ist aber sehr ungleich. Das Problem ist von vielen noch nicht erkannt, ist aber groß. Steinbrück freut sich, dass er mit Lauterbach jemanden im Team hat, der Klartext redet. Sollte die SPD nach der Bundestagswahl in der Regierung sein, hätte Lauterbach den Posten als neuer Gesundheitsminister sicher. Im Augenblick machen wir Wahlkampf und ich freue mich sehr. Und Karl Lauterbach bestätigt mich mehr denn je, dass er eine ideale Besetzung ist für Gesundheit und Pflege durch seine heutigen Einlassungen, dass wir Wahlkampf machen. So, und Ressorts werden dann verteilt, wenn wir die Legitimation durch die Wählerinnen und Wähler haben.